Savadi Krab und willkommen auf Phuket. Ob Perle des Südens oder Schatz der Andamanensee. Die Insel im Süden Thailands ist die Erfüllung eines jeden tropischen Urlaubtraums. Zu einer der Hauptattraktionen auf Phuket hat sich mittlerweile der Big Buddha mit seinem angrenzenden Tempel entwickelt. Der große Buddha wurde bis auf den Sockel 2008 fertiggestellt und ist einer der markantesten Aussichtspunkte der Insel. Die imposante Marmorstatue ist 45 Meter hoch und hat einen Durchmesser von 25 Metern am Sockel. Überall auf der Insel warten junge Elefanten auf Touristen. Bitte beachten Sie dabei, dass Elefanten nichts am Strand und auch nichts während der Nacht auf den Straßen verloren haben. Der Buddhismus ist die wichtigste Religion auf Phuket. Zum Gebet werden Kerzen, Räucherstäbchen, Blumen sowie Blattgold Buddha als Opfer gebracht. Der Wat Chalong ist der größte und prominenteste der 29 buddhistischen Tempel auf Phuket. Der Tempel liegt etwa 8 Kilometer südöstlich der Stadt Phuket. Hier werden zwei Mönche verehrt, die während der Zeit des Aufstandes der Zinnarbeiter lebten. Beide waren berühmt für ihre medizinischen Kenntnisse und Fähigkeiten. In einem dem Wat beigeordneten Teakhaus werden Andenken an die beiden Mönche aufbewahrt, unter anderem von ihnen getragene Roben sowie Statuen aus Wachs. Sapa
Von hier aus hat man auch einen herrlichen Ausblick auf den Big Buddha. Patong Beach, ein 3,5 Kilometer langer Strand, der an der gesamten westlichen Seite des Ortes Patong entlang führt, ist das Hauptferienziel der Insel. 2004 wurde Patong, wie viele andere Küstengebiete der Westseite Phukets, vom Tsunami überrollt. Die Tsunamiwelle verursachte große Verwüstungen an der Küste und im flachen Hinterland. Patong Beach war eines der am meisten betroffenen Gebiete von Phuket, obwohl die Zerstörung hier nicht annähernd so schlimm war wie im benachbarten Khao Lak. Heute, ganze 10 Jahre später, ist von der Katastrophe nichts mehr zu sehen. Der beste Ort, um einen Tag auf Phuket ausklingen zu lassen, ist Leem Phom Thep. Allabendlich versammeln sich hunderte Einheimische und Touristen am Löwenkap, um von diesem südlichsten Kap Phukets das farbenprächtige Schauspiel des Sonnenunterganges zu beobachten. Fahrbare Garküchen und Getränkestände sorgen dafür, dass auch das leibliche Wohl hier nicht zu kurz kommt.